Unser Erfahrungshorizont schrumpft, anstatt zu wachsen. Einerseits sehen wir dramatisch mehr Alzheimer-Fälle. 30% Anstieg von 2018 auf 2021. Und hier wird im Moment über die sozialen Medien zum Beispiel, aber auch über das, was die Medien, was die Politik in die Welt tragen, wird große Verunsicherung ausgelöst. Und das lässt immer mehr im Adrenalinmodus die Menschen laufen. Also wenn wir alle diese Nachrichten auf uns einstürmen und wir die nicht beurteilen können mehr vernünftig, dann erhöhen die unseren Stresslevel, der letztendlich toxische Effekte hat. Die schleichenden Entzündungen sind heute das eigentlich die ganz große Epidemie mit katastrophalen Auswirkungen auf den Hippocampus. Und diese schleichenden Entzündungsprozesse führen ja dann zu den chronisch degenerativen Erkrankungen, an denen letztendlich 80% aller Menschen sterben. Also das ist unfassbar, was hier passiert. Und man muss sich wieder die Frage stellen, wer steckt dahinter? Warum ist das so? Man muss wirklich eine Absicht vermuten, wenn uns nicht geraten wird, das Immunsystem zu stärken, wenn Kaum etwas fürchten wir mehr als den allmählichen Verlust unserer geistigen Leistungsfähigkeit. Umfragen zufolge hat jeder zweite Deutsche Angst, im Alter an Alzheimer zu erkranken. Und tatsächlich haben die letzten 3,5 Jahre gezeigt, dass die Zahlen an Depressionen und Alzheimer sprunghaft angestiegen sind. Und das bei vor allem stark sinkendem Erkrankungsalter. Warum das so ist und was die Ursachen für unsere schwindende Leistungsfähigkeit, für unsere mentale Leistungsfähigkeit sind, darüber spreche ich heute mit zwei Medizinern. Und wir beleuchten hier sowohl die Praxis, was in der medizinischen Praxis tagtäglich festgestellt wird, und ob das auch tatsächlich mit den Erkenntnissen der Forschung, der Wissenschaft auch abgeglichen werden kann. Mit dabei bei diesem Gespräch sind Dr. Michael Nehls, Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie, der Spiegel-Bestseller geschrieben hat, wie die Alzheimer-Lüge oder das erschöpfte Gehirn. Und jetzt jüngst auf den Markt gekommen ist von ihm das Buch Das indoktrinierte Gehirn. Er wird die theoretische, die Forschungsseite beleuchten. Und für die Seite der Praxis ist mit dabei Dr. Ingfried Hobert, Ganzheits- und Ethnomediziner, der schon viele Jahrzehnte lang nicht nur in eigener Praxis arbeitet, sondern vor allem auch die Naturvölker der Erde bereist hat. Von ihm sind Bücher erschienen wie zuletzt Mantra Medizin oder auch das Buch Die Ethnohealth Apotheke. Nach diesem langen Vorspann begrüße ich beide und ja, freue mich sehr, dass ihr für dieses Gespräch Zeit gefunden habt, lieber Ingfried und lieber Michael. Ingrid, vielleicht an dich einmal die erste Frage. Du hast ja täglich in deiner Praxis ja eben mit Menschen zu tun, arbeitest da eben vor allem auch mit Patienten, die an vielen Zivilisationskrankheiten auch leiden. Was ist dir da in den letzten Jahren aufgefallen, was eben das Thema mentale Erschöpfung und Alzheimer und Depression betrifft. Was sind da deine Beobachtungen? Naja, wenn Patienten zu mir an Stein oder Meer kommen, dann gucke ich mir die natürlich genau an. Ich betaste noch und mache Pulsdiagnose, Augen-Zungen-Diagnose. Und ich stelle fest, gerade in den letzten 3 Jahren, ich gucke immer mehr in leere Augen. Nicht nur in ermüdete, sondern auch in leere Augen. Augen, die abgelenkt sind von irgendetwas, wo man das Gefühl hat, diese Menschen haben einen Teil ihrer Individualität verloren. Und gleichzeitig spüre ich bei der Pulsdiagnose, was auch fester Bestandteil der Medizin, der Ganzheitsmedizin ist, die ich hier betreibe, dass die Menschen heute 10% höher getaktet sind, als sie noch vor 3, 4, 5 Jahren waren. Das heißt, während früher ein Patient in der Regel einen Puls hatte von vielleicht 64, 66, vielleicht mal 68, erlebe ich heute kaum noch einen Menschen, der einen Puls unter 70 hat. Die meisten sind sogar bis zu 80 Pulsschläge pro Minute hoch
getaktet und das in wirklich sehr entspannter Situation hier. Und das ist schon sehr auffällig. Es ist auffällig, wie stresssüchtig die Leute geworden sind, wie anfällig sie geworden sind gegen Ängste, die von allen Seiten auf sie ja, einwirken und wie stark die Schulmedizin das auch widerspiegelt, wie Ärzte viel mehr Untersuchungen machen, als eigentlich nötig sind, viel mehr therapeutische Verfahren anwenden, als nötig sind. Also man hat das Gefühl, die Angst des Patienten spiegelt sich auch in der Angst des Arztes wider. Und hier sind wir heute alle eingeladen, einen sehr wachen Geist zu behalten und dabei auch immer wieder eine Instanz in uns zu Worte kommen zu lassen, die mir immer wieder ganz wichtig ist zu erwähnen, und das ist unser Herz. Nicht? Unser Herz mit seinen 40.000 Herzneuronen hat hier deutliches Mitspracherecht, und das ist etwas, wo ich in meiner Praxis versuche, mit modernen Techniken auch dies zu messen, um dem Patienten dann auch Übungen an die Hand zu geben, hier für sich ein Stück weiterzukommen. Bevor wir da zu den Übungen auch kommen, das hört sich ja an, als wenn das ja auch ein gewisser Teufelskreis auch eben sei. Michael, was hast du da in deinen Forschungen zum Thema Alzheimer und mentale Leistungsfähigkeit da festgestellt? Naja, es ist so, ganz klar, dass die mentale Leistungsfähigkeit hängt ganz stark davon ab, wie wir, also von unserer Resilienz, unserer Fähigkeit, mit Stress umzugehen und der natürlichen Neugier, die wir auch haben, vielleicht auch mal eine Situation anders zu betrachten, um aus dem Standarddenken herauszukommen und ja, eine geistige Flexibilität zu haben. Und diese Thema natürliche Neugier, offen sein für neue Sachen, ist natürlich umgekehrt mit der Angst. Je mehr Angst ich habe, umso weniger bin ich offen. Und alles, sozusagen die erhöhte Angst, die reduzierte Neugier, die Unfähigkeit, eben auch über den Tellerrand zu gucken, ja, System 2 denken, wie man das nennt, also die Fähigkeit, mal eine andere Perspektive auch einzunehmen. Das ist alles, wie ich zeigen konnte, führt es zurück auf ein einziges Organ im Gehirn, unsere autobiografische Gedächtniszentrale. Und die hängt natürlich auch, wie Ingrid schön sagt, auch ganz direkt mit dem Herz zusammen. Ich meine nicht nur über Nerven, sondern auch über das Stresssystem, was ja reguliert wird über das autobiografische Gedächtnis. Also dort entstehen ja tagtäglich neue Nervenzellen, und die haben unter anderem die Funktion, Stress abzugleichen. Also Situationen, die wir erleben, die stressreich sind, erstmal im ersten Moment, wenn sie neu sind. Alles, was neu ist, erzeugt ein bisschen Stress, aber dann abgleichen und sagen, naja, das ist aber zwar neu, aber im Prinzip bekannt in gewisser Weise. Das sind Muster, die ich erkenne, die mir zeigen, das war in der Vergangenheit, habe ich sowas Ähnliches schon mal erlebt, das war nicht schlimm. Also reguliere ich mal aufgrund meiner Erfahrung den Stress wieder herunter. Aber dazu sind eben diese ner neuen Nervenzellen nötig, und wenn die nicht da sind, dann kann ich es nicht runterregulieren, und ich habe einen hohen Stresslevel, der permanent ist, und das zeigt sich dann eben auch im Herzen, ganz klar. Ja, dann habe ich einen hohen Puls und natürlich auch eine verminderte, was man nennt, Herzfrequenzvariabilität, aber da kann Ingrid noch mehr dazu sagen, weil er misst es ja auch jeden Tag. Vielleicht dann noch mal zum Thema Stress auch. Du beschreibst es in deinen Büchern, das, was heute als ja normal in der Bevölkerung empfunden wird, ist eigentlich alles andere als natürlich. Eben gerade eben das fortwährende Wachstum des Hippocampus, also einer ganz alten Region in unserem Gehirn. Und ja, das eigentlich in der Bevölkerung zu beobachten ist ein widernatürliches Verhalten, beziehungsweise das, was eigentlich nicht natürlich ist, als normal angesehen wird, dass unsere mentale Leistungsfähigkeit im Alter abnimmt, und das anscheinend eben auch mit unserem alltäglichen Stress zu tun hat. Kannst du das so bestätigen, Ingrid? Naja, wir dürfen Stress, ist natürlich, kann ich das bestätigen, ganz klar, aber wir dürfen Stress nicht nur sehen als ein zu viel von allem, sondern es kommt ja, der Stress kommt ja von innen heraus. Es scheint mir fast eine regelrechte Stresssucht, zu sein, als wären wir abhängig davon, immer wieder die gleichen Erfahrungen, die gleichen Stresserfahrungen zu machen. Da ist der Stress, der entsteht, wenn jemand um jeden Preis gefallen will, lieb und nett sein will.
Nicht? Der Stress perfekt sein zu wollen, der Stress angepasst sein zu wollen, das kommt ja alles noch dazu. Das ist ja eine innere Haltung, die aus einem Mangelbewusstsein heraus entsteht, das immer mehr verbreitet ist, natürlich auch durch die sozialen Medien, wo man sich vergleicht, geraten immer mehr Menschen raus aus dem Gefühl von Freude, von Dankbarkeit, von Freiheit, von Leichtigkeit. Momente der, wie Michael ganz wunderbar sagt, eben wo Neugierde, wo einfach ja, Leidenschaft, Begeisterung entsteht, all das reduziert sich immer mehr und da fehlt einfach etwas, so etwas wie ein innerer Anker, nicht? Ein innerer Anker. Und unser vegetatives Nervensystem ist ja eigentlich darauf ausgerichtet, uns bei der Suche nach Schutz und Sicherheit und Verbindung zu unterstützen. Und hier wird im Moment über die sozialen Medien zum Beispiel, aber auch über das, was die Medien, was die Politik in die Welt tragen, wird große Verunsicherung ausgelöst. Und das lässt immer mehr im Adrenalinmodus die Menschen laufen, in der Adrenalindominanz. Und da ist kaum noch Raum für die eigene Lebendigkeit, für den eigenen Rückzug, um wieder innezuhalten, um Inhalt, inneren Inhalt zu finden, der dann inneren Halt gibt, sodass wir in dieser haltlosen Welt auf etwas zurückgreifen können. Und mein Ansatz ist, dass wir das vegetative Nervensystem als Verbündeten gewinnen, um hier stabiler, souveräner, innerlich geerdeter und verwurzelter durch den Alltag gehen zu können. Und das ist das, wofür ich in meiner ganzheitlichen Medizin, in meiner neuen Medizin der Hoffnung, wie ich sie gerne nenne, der Hoffnung und des Vertrauens, Gegenaspekte setzen will und auf 5 große Pfeiler baue, die, wenn wir sie Stück für Stück umsetzen, Pfeiler, die ich definiert habe, auch durch das, was ich bei Michael gelesen habe, das hat mir da sehr, sehr gut geholfen und über die wir gleich nochmal sprechen können. Michael, da hatte Ingrid gerade etwas angesprochen, eben Stress, Angst. Und das ist ja auch etwas, dem du dich ja in deinem neuen Buch, das indoktrinierte Gehirn, ja auch eben näher gewidmet hast und da ja auch Studien für angefügt hast, wie eben tatsächlich eben Stress auch, beziehungsweise auch die Auswirkung Angst auch auf unsere mentale Leistungsfähigkeit, auf unser Gehirn dann wirkt. Kannst du das mal so in wenigen Sätzen versuchen zu beschreiben, was Ingrid auch gerade eben sagte, wie eben diese Dauerbeschallung mit negativen, angstmachenden Nachrichten durch die Medien, wie das auf unser Gehirn wirkt? Was passiert da genau? Also Ingrid hat ja ganz klar gesagt, es fehlt etwas und fehlen ist tatsächlich der richtige Ausdruck, wenn man sich die autobiografische Gedächtniszentrale anschaut, die mehr ist als nur ein Aufzeichnen unserer persönlichen Erlebnisse, Erinnerungen, Gedanken, sondern weit mehr Funktionen hat, wie schon vorhin erwähnt, die Fähigkeit, Stress zu beurteilen, Stresssituationen zu beurteilen und dann unser vegetatives Nervensystem so einzustellen, dass es eben adäquat reagieren kann, beziehungsweise wenn es überreagiert hat, ist diese Stressantwort zu dämpfen. Und dazu sind aber ganz klar notwendig eine besondere Eigenschaft dieser Zentrale, die du vorhin schon als Hippocampus ja bezeichnet hast, diese autobiografische Gedächtniszentrale, dass die ständig neue Nervenzellen bildet. Und diese Bildung neuer Nervenzellen, die ist absolut notwendig, damit wir unsere natürliche Neugier erhalten, dass wir Neues erleben wollen und dies auch aufzeichnen können und dass wir eben unsere Stresssituation besser beurteilen können und adäquater darauf reagieren. Und was natürlich logisch ist, wenn dauernd neue Nervenzellen dazukommen, dann wächst diese Zentrale. Die müsste eigentlich 1, 2, 3% jedes Jahr wachsen beim erwachsenen Menschen. Man nennt das, weil es eben wirklich noch Nervenzellen sind, die auch beim Erwachsenen noch dazukommen, durch einen Prozess der sogenannten Neurogenese, der Bildung neuer Nervenzellen, die adulte hippokampale Neurogenese. Und dieser Prozess ist massiv gestört in unserer Gesellschaft. Er findet praktisch gar nicht mehr statt. Und dann haben wir genau das Gegenteil. Was nicht wächst in der Natur, schrumpft. Und tatsächlich, der Hippocampus wächst eben nicht um 2, 3, 4% pro Jahr. Er schrumpft im Durchschnitt. Das waren Daten noch vor Covid-19.
Bis 2019 gibt es große Datenbanken mit hippokampalen Volumenmessungen über alle Altersklassen hinweg und er schrumpft ungefähr um 1 bis 1,4% pro Jahr. Das heißt, er wird immer kleiner. Unser persönlicher Datenschatz, unser Erfahrungshorizont schrumpft, anstatt zu wachsen. Aber gleichzeitig eben fallen damit auch alle Funktionalitäten aus. Wir haben eine geringere Resilienz und all diese Dinge. Und dann geraten wir in den Teufelskreis. Der ist nämlich ganz simpel. Wenn ich eine geringe psychische Resilienz habe, gleichzeitig aber bombardiert wäre mit allen möglichen Nachrichten, die mir Angst machen sollen, in Klammern, ja. Also wenn wir alle diese Nachrichten auf uns einstürmen und wir die nicht beurteilen können mehr vernünftig, dann erhöhen die unseren Stresslevel, der letztendlich toxische Effekte hat. Cortisol in hohen Konzentrationen ist nicht nur sondern ein Hämmer dieser adulten hippokampalen Neurogenese, sondern sogar neurotoxisch. Sprich, Nervenzellen werden dadurch zerstört und sehr vulnerabel ist eben der Hippocampus. Und deswegen haben wir kein Wachstum, sondern ein Schrumpfen. Das heißt, dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden. Und sowohl Ingrid als auch ich haben ja erkannt, was da wozu notwendig wäre. Er spricht von den fünf Säulen. Ich habe meine Formel gegen Indoktrination, die ursprünglich mal die Methusalem-Formel hieß, dafür entwickelt. Die beiden sind wahrscheinlich kongruent, nur etwas anders gezeichnet. Bei mir sind es interaktive Kreise, bei ihm sind es Säulen, auf denen der Mensch ruht, nehme ich mal an. Aber ich würde Ingrid das Wort geben, weil er sieht ja die Umsetzung in der Praxis. Ich bin ja da nur Theoretiker. Bevor wir da tatsächlich eben auf Lösungsansätze eben eingehen, würde mich an der Stelle interessieren, Michael, was für Möglichkeiten gibt es vielleicht im Einzelfall, das dann näher zu diagnostizieren? Also du sagst, das, was eigentlich wieder natürlich ist, aber leider normal in unserer Gesellschaft, dass durchschnittlich der Hippocampus, nachdem er ein gewisses Maximum vielleicht erreicht hat, dass er dann pro Jahr um 1 bis sogar bis zu 1,5 Prozentpunkte schrumpft. Da ist für mich dann so die Frage, ist dann das Entstehen von Alters-Alzheimer dann nur eine zwingende Notwendigkeit, dass ich nur alt genug werden muss, dann kommt halt automatisch die Diagnose Alzheimer, weil der Hippocampus schrumpft. Und die zweite Frage ist, lässt sich das bei mir, beim einzelnen Menschen auch tatsächlich auch messen? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, also zu beidem Punkten ja. Also die mangelnde Resilienz, die mangelnde Produktion neuer hippokampaler Zellen hat den Ausdruck letztendlich in chronischer Erschöpfung und in Depressionen. Alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, machen nichts anderes letztendlich, als die Neurogenese anzuregen, versuchen. Aber gibt es natürlich auch natürliche Mittel, mit denen was tun kann, weil da einer natürlichen Lebensweise, die etwas anders ist als die moderne, wäre diese Anregung ständig gegeben und wir bräuchten keine Antidepressiva, wir bräuchten gar nichts, weil wir hätten einen wachsenden Hippocampus. Wenn der Hippocampus schrumpft, steigt die Depressionsrate, was den Cortisol- und Stresslevelhormone, die Stresshormone hochreguliert, die eben toxisch sind, was die Beschleunigung des Schrumpfens weiter vorantreibt. Das heißt, der Hippocampus schrumpft immer mehr und letztendlich ist es ein Biomarker, also ein klinischer Marker. Wenn man es messen würde, regulär wäre die Größe des Hippocampus ein klinischer Marker für die Nähe oder wie weit man schon auf dem Weg Richtung Alzheimer gegangen ist. Die letzten 3 Jahre, das habe ich in meinem Buch beschrieben, gab es eine Beschleunigung dieser Prozesse, also eine noch, sagen wir mal, tiefer gehende Blockade der Neurogenese, was letztendlich dazu führt, dass der Hippocampus schneller geschrumpft sein muss. Und man sieht dafür ganz klare Indikatoren, einen massiven Anstieg an Depressionen, eine Beschleunigung des Alzheimer-Prozesses, der nur deswegen eine Alterskrankheit ist, weil es eben Jahrzehnte braucht, bis der Hippocampus so weit geschrumpft ist, dass Alzheimer quasi unvermeidlich wird. Und da sehen wir eine Beschleunigung, was zwei Konsequenzen hat. Einerseits sehen wir dramatisch mehr Alzheimer-Fälle. 30% Anstieg von 2018 auf 2021, nicht erklärbar durch die Altersstruktur. Die hat sich garantiert nicht um 30% verändert in Deutschland. Und wir sehen eine massive Beschleunigung dahingehend, dass eben mehr junge Menschen auch jetzt Alzheimer bekommen. Früher war es so das kritische Alter 65, da hat man dann angefangen, höhere Zahlen zu sehen, 1% ungefähr der Bevölkerung. Heute sind neue 100.000 Fälle 2021 dazugekommen von Patienten unter 65 Jahren, das gab es noch nie. Und diese Beschleunigung ist eben da ganz klar zu sehen, es kommt zu einer Linksverschiebung der Kurve. Mit mehr Fällen und früheren Fällen.
Und das wird sich garantiert auch in der Praxis zeigen. Die klinische Korrelat ist eben dann auch die erhöhte Alzheimer-Rate, aber viel früher eben die chronische Erschöpfung, die Depressionsraten, die hohen Stresslevel und eben auch alles, was letztendlich die Herzdiagnostik von Ingfried zeigt. Also das ist alles, passt alles zusammen. Vielleicht an der Stelle noch eben kurz, bevor ich da auch Ingfried das Wort geben möchte, nochmal das Stichwort Entzündung. Entzündungen spielen ja auch eine enorme Rolle, beziehungsweise haben enorm starke Auswirkungen auf die sogenannte Neurogenese, auf die tägliche Produktion neuer Gehirnzellen. Kann ich das so verstehen, dass die dadurch gehemmt wird, beziehungsweise auch dann nicht mehr stattfindet, die Produktion neuer Gehirnzellen durch die fortwährenden Entzündungen im Körper? Es gibt eine ganz natürliche Logik, also stimmt ja, es gibt eine ganz natürliche Logik, warum unter bestimmten Umständen die Neurogenese blockiert wird. Einerseits in akuten Stresssituationen, da schaltet der Körper alles sozusagen ab, was nicht absolut notwendig ist, um in der akuten Stresssituation, sagen wir mal, ich werde angegriffen, notwendig ist. Da werden alle Energien mobilisiert und alle Prozesse, die Energie verbrauchen, aber nicht zum akuten Überleben dienen, werden abgeschalten. Deswegen unter akutem Stress, hohen Cortisol-Leveln, findet praktisch keine Zellteilung mehr statt. Also im ganzen Körper nicht mehr. Das ist nicht nur der Hippocampus, der keine neuen Zellen in dieser Situation produziert. Das gilt auch für das Immunsystem. Deswegen sind wir bei Stress auch anfälliger, auch für Krankheiten. Das findet alles nicht mehr statt. In einer akuten Situation aber auch kein Problem, weil das ist ja nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde ist der Kampf vorbei, je nachdem, und dann kann man den Stress ja wieder runterregulieren. Aber im chronischen Stress ist es ein dauerhaftes Problem und dann kommt es eben zum Schrumpfen und zur dauerhaften Infektanfälligkeit. Der andere Frage ist eben, wenn ich eine akute Entzündung habe, auch da mobilisiert der Körper alle Energie, um diese Entzündung zu überwinden. Und auch da findet kaum noch Zellteilung statt. Und es ist gezeigt worden, dass praktisch alle proentzündlichen Botenstoffe, die freigesetzt werden, letztendlich das hippokampale Wachstum blockieren. Und zwar sehr potent. Da gehören bestimmte Interleukine dazu, Interleukin 1, 6 und 10 als Beispiel oder der tumornekrose Faktor Alpha. Alles Moleküle, die in der akuten Entzündung hochreguliert werden, in der chronischen Entzündung aber problematisch werden, weil sie dann eben dauerhaft die Neurogenese blockieren. Ingfried, ich glaube, das ist alles auch eine Bestätigung, was du in deiner Praxis auch jeden Tag feststellst und woran du dann arbeitest, mit deinen Patienten, richtig? Naja, ich setze in den Mittelpunkt natürlich die andere Seite, nicht? Wenn wir auf der einen Seite die Sympathikus, die Adrenalindominanz haben, da gucke ich natürlich, wer ist der Gegenspieler? Und ich versuche schon seit 35 Jahren immer das Gesunde im Körper zu definieren und das Gesunde zu stärken, im salutogenetischen Ansatz zu schauen, wie können wir gesunde Prozesse stärken, stabilisieren. Und hier ist es das Vagussystem, der vordere Vagus, also der Parasympathikus, der Gegenspieler des Sympathikus-Tonuses. Und diesen Vagusnerv zu erforschen, gerade den vorderen Teil des Vagusnerv zu erforschen, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und so messen wir hier in der Praxis den Vagustonus und schauen gerade bei Entzündungen, was können wir hier tun, um auch auf dieser mental-emotionalen Seite den Patienten zu unterstützen. Wenn wir sehen, wie Michael ja sagt, die schleichenden Entzündungen sind heute das eigentlich die ganz große Epidemie mit katastrophalen Auswirkungen auf den Hippocampus, natürlich auch auf unsere Telomere. Und diese schleichenden Entzündungsprozesse führen ja dann zu den chronisch degenerativen Erkrankungen, an denen letztendlich 80% aller Menschen sterben und zu denen dann eben auch die neurodegenerativen Erkrankungen gehören, wie eben Alzheimer und Demenz. Und diese schleichenden Entzündungsprozesse, die beobachten wir mit verschiedenen Biomarkern. Das heißt, durch Blutuntersuchungen können wir gucken, wie weit diese Autoimmunprozesse, denn diese eben auch genannten Zytokinstürme, das sind ja Autoimmunprozesse, die ausgelöst werden und verstärkt werden durch den Stress, durch unsere Nahrung, durch viele Impfungen natürlich auch, ganz, ganz eigenes Thema. Also viele Faktoren heizen diese Entzündungsfeuer, wie ich sie gerne nenne, diese schleichenden Schwelbrände an.
Und das mit katastrophalen Auswirkungen. Wir gucken jetzt, wie können wir diese Entzündungsfeuer, die wir hier tagtäglich diagnostizieren mit unseren Laboruntersuchungen, wie können wir die eindämmen? Und nicht nur, welche Naturmedizin gibt es, welche Rolle spielen dann Omega-3 und also die aquatischen Fettsäuren und dann natürlich das Vitamin D und andere Faktoren, sondern wir gucken natürlich auch, wie können wir den Patienten in die Lage versetzen, mit einem erhöhten Vagustonus durch den Tag zu gehen. Und da hat uns gerade die chinesische Medizin über 5000 Jahre viel gutes Material geliefert, denn dort spricht man von dem Erdelement, von der inneren Erdung, von der inneren Verwurzelung, die wir frei übersetzen können, durchaus mit dem Vagustonus, denn der zeigt, wie innerlich resilient und souverän ein Mensch im Alltag auftritt und hier Wahrheit und Täuschung voneinander trennen kann. Und es gibt so ein wunderschönes Bild, das mir gerade in den Sinn kommt. Ich glaube, ich hatte das eben geschickt mit den Giraffen und der Wolke. Vielleicht hast du das, kannst du das mal gerade einblenden in den Hintergrund, wo wir einfach sehen, wie wichtig es ist, in der heutigen Zeit mit einem starken Vagustonus den Kopf über die Wolken zu bekommen. Die Wolken, das ist einerseits unser eigenes Feld aus unserer Lebensgeschichte heraus mit all den Mini- und Makrotraumatisierungen, auf der anderen Seite auch das Feld, das eben vor allem die Medien, die Politiker, die Pharmazie und so weiter, all diese großen Interessengruppen versuchen, uns über uns drüber zu legen und hier den Kopf immer wieder aus den Wolken rausheben zu können und, wie Michael sagt, wirklich klar und wach mit einem gut aufgeladenen Frontalhirn-Akku auf die Dinge zuzugehen. Das ist hier mein Bestreben und das können wir sehr gut nachweisen über verschiedene Methoden, die wir anwenden. Und vielleicht ist es der richtige Moment, mal diese fünf Säulen der Medizin, der Hoffnung, des Vertrauens zu nennen, auf die wir hier in der Praxis auch setzen. Das ist die erste Säule, natürlich die genannte Säule der Stressregulation und Stressintegration. Hier geht es dann um die Dinge natürlich auch wie Bewegung, wie Schlaf, aber vor allen Dingen auch Meditation, Mantra-Meditation, also Meditation mit einer besonderen Ausrichtung. Hier geht es um ganz wichtige Atemtechniken, die den Vagusnerv stärken, viele Vagusübungen, vielleicht zum Schluss auch noch mal eine zeigen können. Also alles darauf ausgerichtet, die andere Seite, nicht, die Gegenspiele auf dem Spielfeld zu stärken, damit wir da eine Resilienz aufbauen. Hier geht es auch um die Ausweitung der Komfortzone mit, wie Wim Hof es schon sagt, nicht, auch ins kalte Wasser springen, sich auch dem Diskomfort stellen, um damit die Neurogenese anzuregen. Das sind hier ganz wichtige Fakten oder Faktoren dieser ersten Säule, die Stressregulation. Die zweite Säule ist Darf natürlich ich die Heilung. einmal ganz kurz eben einmal da reingrätschen, Ingfried? Das würde ich auch, das deckt sich ja im Prinzip auch mit dem, was Michael ja auch beschreibt, nach dem Motto Use it or lose it. Ja, dass eben ja täglich neue Gehirnzellen produziert werden, wenn wir eben unseren Hippocampus auch eben pfleglich behandeln, aber auch diese Gehirnzellen auch benutzen müssen. Also Ingrid, du sprichst ja auch von sogenannten Mikroherausforderungen auch, also jeden Tag uns selber in gewisser Weise herausfordern. Das ist ja im Prinzip ja das, was du, Michael, ja auch ja in deinen Büchern ja beschreibst, dass wir halt uns regelmäßig eben neuen Herausforderungen stellen müssen, gerade im Alter. Ja, genau. Ich meine, ins kalte Wasser springen ist ja sozusagen auch eine Metapher, kann man tatsächlich tun. Sollte da ganz gesund sein, wenn man aufpasst. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass es ist auch eine Metapher dafür, dass man eben wirklich sich selbst herausfordert, neue Dinge tut. Das muss nichts Großes sein, man muss nicht gleich mit eine Lebensaufgabe haben und die Welt komplett verändern wollen. Das reicht schon, wenn man seinem Umfeld einfach auch wieder mal bereit ist, über Dinge zu diskutieren, zu sprechen, die vielleicht, ja, wie soll ich sagen, tabu waren in den letzten Jahren, um einfach mehr Menschen sozusagen dazu zu bringen. Es ist auch eine Lebensaufgabe, die ich sozusagen sehe in meinem neuen Buch als Lösung der Problematik, auf die gerade in den letzten 3 Jahren auf uns zugekommen ist, dass wir eben mehr und mehr Menschen jetzt wieder aufwecken müssen. Und aufwecken bedeutet, ja, im Sozialen aufwecken, im Nachdenken aufwecken und aus diesem Koma herausholen, in das uns sozusagen die ganze
Entwicklung der letzten Jahrzehnte und eben verstärkt letzten 3 Jahre hinein manövriert hat. Und wenn wir das schaffen, dann habe ich auch große Hoffnung, dass nicht nur der einzelne Mensch sozusagen gesundet, mehr Menschen gesunden, sondern dass auch die Gesellschaft wieder, wie soll ich sagen, geschäftsfähig wird. Lässt sich damit, das würde mich jetzt interessieren, lässt sich eben damit auch dieses sogenannte System-2-Denken trainieren? Also du nimmst da ja Bezug auf Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken und langsames in Anführungsstrichen Denken, also Denken in System 2, also das System 1. kritische Nachdenken, Reflektieren, Hinterfragen, lässt sich das damit trainieren? System 2 ist gar nichts, was wir wirklich trainieren müssen in dem Sinne. Wir müssen es einfach die Fähigkeit haben, es überhaupt tun zu können. Und nachdenken können, reflektieren können, erfordert, dass wir unsere Gedanken zwischenlagern. Also unser Kurzzeitgedächtnis, was sich sozusagen hier in der Denkerstirn befindet, kann wirklich, es besteht nur aus Gehirnströmen. Wenige Sekunden, wo wir einen Gedanken festhalten, etwas drüber nachdenken, aber wenn ein kleiner Windstoß kommt, die Tür, das Fenster schlägt zu, wir schauen hin, dann ist der Gedanke weg und zwar für immer. Die Fähigkeit, tatsächlich komplexe Gedanken fassen zu können, Lebenspläne zu schmieden, sich zu überlegen, was für Konsequenzen das eigene Tun hat, hat nicht nur für den Moment, sondern eben für andere Menschen erfordert, dass wir unsere Gedanken zwischenlagern können. Und dazu ist eben nur der Hippocampus fähig. Und dazu sind wir nur befähigt, wenn neue Nervenzellen täglich entstehen, sogenannte Indexneurone entstehen dabei. Und wenn die nicht entstehen, dann versucht unser Gehirn, dieses Nachdenken zu vermeiden. Theoretisch können wir zwar ablagern, neue Gedanken dort im Hippocampus, auch wenn keine neuen entstanden sind, aber nur auf Kosten früherer Erinnerungen, was eine dramatische Konsequenzen hat. Deswegen, das Trainieren besteht eigentlich darin, tatsächlich die Neurogenese zu aktivieren. Und dann kommt das Ganze natürlich zurück, weil diese neuen Zellen wollen ja leben und die le überleben nur, wenn sie genutzt werden. Deswegen sind die auch das natürliche Korrelat unserer Neugier. Die fordern uns praktisch auf, erlebe was, damit wir überleben. Und das ist eigentlich ein Ringschluss in Engelskreis in dem Sinne, aber wir befinden uns eben im Teufelskreis, dass sie eben nicht entstehen und wir dauernd Angst haben und diese Angst sorgt dafür über die Stresshormone, dass erst recht keine entstehen. Und deswegen genügt es auch nicht nur als einfach auch die Ernährung umzustellen, wie Ingfried schön sagt, wir müssen auch unseren Vagus trainieren, wieder runterkommen, um sozusagen diese Mechanismen überhaupt in Gang setzen zu können. Ingrid, ich hatte dich gerade da unterbrochen. Du warst gerade dabei, eben auf die zweite Säule der Medizin der Hoffnung einzugehen. Welche wäre denn das konkret? Ja, ich wollte nochmal tatsächlich ergänzen, der Vagus spielt so eine Schlüsselrolle. Und ich habe oder die Beobachtung gemacht, dass die Patienten auch in unserer großen Mantra-Studie, die wir mit 15.000 Menschen mit Devaprimal zusammen gemacht haben, wir haben gesehen, dass wir die Herzkohärenz stärken können, umso mehr wir den Vagustonus aktivieren. Also Meditation, Rückzug, in der Natur sein, atmen, nicht? Das verlängerte Ausatmen, also viele vagusstärkende Techniken, die gibt es. Der Vagus ist ein Nervensystem, nicht? Das sich über den ganzen Körper hindurchzieht. Er heißt ja auch der Umherwandernde. Und der Vagus hat ein System, das nennen wir die Vagusbremse. Und wenn man es mal ganz simpel auf den Punkt bringt, wenn die Vagusbremse nicht funktioniert, dann entsteht Leid. Und wenn wir das jetzt in die andere Sprache von Michael übersetzen, dann entsteht Leid am Hippocampus. Dann schrumpft der Hippocampus, weil die Vagusbremse nicht ausreichend dafür sorgt, dass der Stress im Zaum gehalten wird. Das heißt, unsere eigene Lebendigkeit, unsere Möglichkeit, dieses Leben zu feiern in jedem Augenblick, wird eingeschränkt durch die Ablenkung, durch Stress, Adrenalin und die Dinge. Und umso mehr wir den Vagus, den vorderen Vagusast trainieren, umso mehr öffnen sich die Tore zur Herzkohärenz. Und jetzt kommt langsam zum Vorschein dann auch unser zweites Gehirn, das Herzhirn, so wie ich es ganz simpel mal bezeichnen möchte, mit seinen 40.000 Herzneuronen, mit einem ganz eigenen Hormonsystem, wo ganz eigene Hormone im Herzen produziert werden. Und das ist für mich so der Türöffner auch für die neuen Ideen, für die Begeisterung, für die Freude, für die Leidenschaft, die entstehen dürfte, damit
der Hippocampus, damit dort die Neurogenese angeregt wird und damit auch auf der anderen Seite Telomerase angeregt wird, die ja wieder an den DNA-Endstücken reparierend wirkt. Also durch vagusstärkende Übungen und durch Atemübungen, durch Rückzug, durch Kontakt zur Natur und natürlich Kontakt zu anderen Menschen, hatte Michael ja eben auch schon gesagt, können wir ganz massiv dazu beitragen, dass Herz und Hirn mehr miteinander kommunizieren und wir auch Zugriff haben auf tiefere Schichten, die der Kopf gar nicht so richtig greifen kann, die ich einfach mal so als innere Herzensweisheiten bezeichnen möchte. So eine Intuition, so eine intuitive Kraft, oder selbst Einstein nannte schon ein metaphysisches Agens in uns, das uns helfen will auf dem Weg, möglichst sinnerfüllt, möglichst lange, möglichst glücklich zu leben und in diese tiefen Weisheiten einzutauchen. Da hilft uns eben das vegetative Nervensystem in besonderer Weise. Und was diesen Weg blockieren kann, das ist jetzt das zweite Thema, die zweite große Säule, nämlich sind die Entzündungen, die wir schon angesprochen haben, also die Regulation unseres Immunsystems, das heißt des meist überschießenden Immunsystems. Wenn ich heute sehe, wie viele Ärzte Antibiotika verschreiben, wo es sich nur um Autoimmunprozesse handelt, wenn ich sehe, wie viel Entzündungen missinterpretiert werden als Entzündungen, die durch Erreger ausgelöst sind. Dabei sind es Autoimmunprozesse, die hier ablaufen, Zytokinstürme, Entzündungsfeuer, die sich ausbreiten, weil ein Teil eben dieser Vagusbremse ausfällt und weil eben ganz wichtige Stoffe, aquatische Fettsäuren, Vitamin D, Lithium, sprechen wir nachher nochmal drüber, ganz bestimmte Stoffe fehlen. Und das können wir heute alles im Blutbild messen und wir können es natürlich auch im Darm messen. Denn es kommt zu dem Kopfhirn, dem Herzhirn, kommt noch das Bauchhirn mit dazu, das mit über 90 Millionen Nervenfasern auch ganz wichtige Informationen in das System einspeist. Und hier liegen 70, manche sagen sogar 80% unseres Immunsystems verankert. Das heißt, wenn wir nicht für dieses Bauchhirn Sorge tragen, dann führt es eben auch dazu, dass nicht nur solche Autoimmunentzündungen sich von dort ausbreiten und dann zu diesen ganzen katastrophalen Auswirkungen führen, sondern ich bin mir auch sehr sicher, dass der Hippocampus auch mit dem Darm verschaltet ist. Bin da gespannt, was Michael da noch zu sagen hat. Also die zweite Säule, die Regulierung unseres Immunsystems, insbesondere unseres Darmmikrobioms. Das ist hier bei uns in der Praxis auch extrem wichtig. Jeder Patient bekommt dieses Mikrobiom untersucht. Wir gucken, wie sieht es hier mit den Entzündungsparametern aus? Wie ist der Hormonstoffwechsel des Darms, wo ja auch Tryptophan dem Körper entzogen wird, wenn hier Entzündungsprozesse ablaufen? Und das ist hier auch eben ein ganz großes Thema zur zweiten Säule dieser Medizin der Hoffnung und des Vertrauens. Michael, kannst du das so bestätigen, also was eben die Darm-Hirn-Achse betrifft, gibt es da Erkenntnisse, Forschungen dazu? Ja, also es gibt eine Herz-Hirn-Achse und eine Darm-Hirn-Achse. Die Herz-Hirn-Achse, muss ich ganz kurz kommentieren, ich fand es ganz interessant, gerade weil ich es fast schon selber vergessen hatte. Ich habe tatsächlich, meine Doktorarbeit bestand darin, nachzuweisen, dass die Herzhormone, also Hormone, die von Herzvorhöfen freigesetzt werden, dass die tatsächlich mit dem Hirn interagieren und dass das sogar Rezeptoren sind für diese Hormone und die dort sogar freigesetzt werden, nachdem die Blut-Hirn-Schranke entstanden ist. Also das war meine experimentelle Doktorarbeit vor 40 Jahren. Und zwar gerade ein Jahr, nachdem die Herzhormone entdeckt worden sind, war mein Labor da führend, also mein Professor damals. Und ich kam mit der Idee, was ist zuerst da gewesen, sozusagen der Körper oder der Geist. Und ich kam dann mit der Idee auf, lass uns das an den Herzhormonen austesten. Da können wir vielleicht ganz früh in die Evolution zurückgehen. Und da bin ich tatsächlich auf ein Tier gestoßen, was keine Blut-Hirn-Schranke hat. Das ist die gewöhnliche Weinbergschnecke. Und die hat tatsächlich auch, schüttet auch diese Herzhormone im Vorhof aus, hat aber dafür Rezeptoren im Gehirn und im Gehirn selbst in Zellen, die es auch wieder ausstoßen und dafür sorgen, dasselbe Hormon, dass unser Körper relaxt, dass der Blutdruck gesenkt wird. Und zum Beispiel auch die Diurese, also die Ausschüttung von Wasser aus dem Körper angeregt wird, um den Blutdruck zu senken. Also es ist interessant, wie die Herzhormone
im Gehirn sozusagen verschaltet werden und auch noch da sind, nachdem die Bluthirnschranke in der Evolution entstanden ist, haben sie dort ihr eigenes Leben und regulieren von dort eben auch unseren Blutdruck zum Beispiel. Also es ist ganz, ganz spannend. Und natürlich Darm, anderes Thema, also alles im Körper ist miteinander verbunden und der Darm spielt eine ganz große Rolle, das Mikrobiom spielt eine Rolle. Er hat gerade erwähnt, Ingfried, dass zum Beispiel Tryptophan ganz, ganz wichtig, daraus entsteht ja das Melatonin, soviel ich weiß, oder das Serotonin. Und beides sind Wachstumsfaktoren für den Hippocampus. Also wenn das sozusagen aufgrund von einer dysfunktionellen Darmflora und einem gestörten Mikrobiom nicht vernünftig produziert wird, dann ermangelt es sozusagen an Hormonen, die ganz wichtig sind für unseren Tiefschlaf, zum Beispiel Melatonin oder für unseren seelischen Zustand, Serotonin. Und beides wiederum, wenn die fehlen, führt dazu, dass eben auch die Neurogenese im Hippocampus nicht optimal läuft. Also da sind ganz da eine Verbindung. Dann kommen noch viele toxische Substanzen dazu, wenn eine chronische Entzündung im Darm ist oder wenn das Mikrobiom nicht vernünftig zusammengesetzt ist, wenn es auch sehr, sehr arm ist an Zellen. Es muss ja sehr, sehr komplex sein, um optimal zu funktionieren. Und diese Armut stellen wir fest, durch die moderne Ernährung natürlich auch, die eben nicht Anlass gibt für eine Vielzahl von verschiedenen Bakterien und Viralen, es sind ja auch Viren dort ansässig, die alle irgendeine Rolle spielen. Und je komplexer das ist, umso weniger toxische Substanzen werden produziert. Die halten ja auch die Pathogene im Schach, also die Mikroorganismen, die eigentlich krank machen würden. Und wenn die dann eben nicht ausbalanciert werden, entstehen Toxine im Darm, die ganz klar gezeigt wurden, dass sie zum Beispiel auch den Alzheimer-Prozess aktivieren, also beschleunigen. Und wie ich da zeigen konnte, beruht der Alzheimer-Prozess letztendlich auf einer gestörten Neurogenese, also im Hippocampus. Und da schließt sich eben der Kreis auch. Also insofern, es gibt kein System im Körper, auf das wir nicht achten sollten. Und der Darm spielt eine ganz große Rolle hier. Ja, ich hatte auch, Covid-Zeit war für mich ja Reisezeit. So bin ich zur Covid-Zeit zu den Maasai gereist und habe von dort... Bin dort der Frage nachgegangen, da bei einem Stamm gelebt, warum die Maasai kein Covid haben und habe da ganz spannende Informationen auch mitgebracht. Aber eine davon war eben, ich habe Stuhlproben mitgebracht, um mir das Mikrobiom anzugucken. Und diese Stuhlproben haben eine unglaubliche Diversität gezeigt im Darmmilieu. Und ich bin diesem Darm grundsätzlich sehr nah, weil ich meine Doktorarbeit damals geschrieben habe über die ersten Darmenzyme, die Elastase in den 80er Jahren. Da ging es noch um die Burkitt-Hypothese, um Ballaststoffe und habe dort Stuhlproben unter der Landbevölkerung Sri Lankas gesammelt, die eben auch diese unglaubliche Diversität damals noch zeigten. Und hier konnten wir auch sehr gut nachweisen, wie stark dieses Mikrobiom dazu beiträgt, resilient zu sein gegen die Erreger, die immer wieder von außen auf uns kommen. Und hat mich nochmal bestätigt in dieser Kernaussage während der Pandemie, dass grundsätzlich das Milieu darüber entscheidet, ob jemand krank wird und nicht die Toxizität oder die Stärke des Erregers. Es entscheidet immer das Milieu, auf das der Erreger trifft. Das konnte hier in diesen Darmuntersuchungen auch nochmal sehr deutlich gemacht werden. Es liegt in unserer Hand, wie gut wir dieses Mikrobiom pflegen. Und damit kommen wir dann auch zur dritten Säule, nämlich die Heilung unserer Nahrung. Ja, da würde ich vielleicht ganz kurz reingrätschen jetzt, weil du hast Maasai genannt. Und die Maasai benutze ich unter anderem, auch die Hadza, ein anderer Stamm, der in Afrika lebt, um einerseits aufs Mikrobiom hinzuweisen, aber eben auch aufs Vitamin D. Ist ja immer die große Frage, was ist eigentlich ein natürlicher Vitamin-D-Spiegel? Und es gibt Studien eben bei den Hadza und bei den Maasai, die zeigen, dass der Vitamin-D-Spiegel natürlich bei ungefähr 120 Nanomol liegt. Und bei schwangeren Maasai sogar hat man gemessen, geht er auf 145 Nanomol hoch. Da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. Und das ist genau der Level, bei dem deutsche Wissenschaftler peer-reviewed publiziert haben, die Wahrscheinlichkeit an Covid zu erkranken bzw. an Covid zu sterben auf null heruntergeht. Ja, also und in Deutschland wird propagiert, ja 50 Nanomol, dann ist gut, dann sind die Knochen gesund. Und aber 125 bis 130 Nanomol, dann hätte man keinen schweren Verlauf mehr von irgendeiner Covid-Infektion. Ich meine, Vitamin D verhindert nicht, dass man infiziert wird, klarerweise, ja, ähnlich wie ein Airbag beim Auto nicht verhindert, dass wir
dass wir einen Autounfall haben. Aber es sorgt dafür, dass wir eben nicht schwer verletzt werden, beziehungsweise oder bei Infektionen eben schwer erkranken. Und die Maasai, die eben kein Vitamin D zu sich führen, aber eben viel in der Sonne sind, trotz ihrer dunklen Haut, produzieren die so viel Vitamin D über die Haut, dass sie genau diesen Spiegel haben, den man dann deswegen komplett als natürliche betrachten kann, weit weg von jedem toxischen, sonst hätten die den natürlichen Spiegel nicht. Und das ist genau der Level, der uns eben auch zum Beispiel jetzt vor Covid schützt, vor schweren Verläufen. Und zwar so komplett schützt, dass alles, was wir erlebt haben in den letzten 3 Jahren, ad absurdum geführt wird. Also das war, ich wollte nur noch so kurz reinwerfen, weil das Stichwort Maasai kam und ich wollte da einfach, ja. Aber jetzt kommt die dritte Säule, Entschuldigung. Ja, also ich glaube, zur Ernährung muss nicht viel gesagt werden. Entscheidend ist sicherlich, und das ist in meiner Praxis auch die Nummer eins, das habe ich damals auch deinen ersten Algenbüchern mit zu verdanken, dass ich da so viel Wert drauf lege, die Versorgung mit den aquatischen Fettsäuren, dass wir also schauen, dass wir einen Omega-3-Spiegel im Blut haben, also EPA und DHA-Fettsäuren, einen Omega-3-Spiegel haben von mindestens 9 bis 11. Das ist einfach wichtig, um in der heutigen Zeit stabil und resilient sein zu können. Auch unsere Wahrnehmungsorgane, der Hippocampus, die Neurogenese, so unglaublich viel hängt mit diesem Omega-3 zusammen, dass ich sagen möchte, es ist zusammen mit dem Vitamin D das, was am häufigsten erniedrigt ist. Ich bin jeden Tag herausgefordert, jeden Tag diese Blutuntersuchungen zu machen, um dann die beste Lösung für jeden einzelnen Patienten zu finden. Und so schön und gut es ist, B1, B6, B12, Folsäure, das ist ganz selten, dass da jemand wirklich mal einen Mangel hat. Aber im Bereich aquatische Fettsäuren und im Bereich Vitamin D ist es einfach unglaublich, wie unterversorgt die Bevölkerung ist und wie viel Stresserkrankung, wie viel schleichende Entzündung hier ausgelöst werden. Und man umgekehrt sehen kann, wie wir die Entzündungsmarker schnell runterfahren können, indem wir den Omega-3-Spiegel, den Vitamin-D-Spiegel erhöhen. Und mit Naturmedizin aus der Apotheke, aus der Schatzkiste der Weltmedizin gibt es natürlich sehr, sehr viele gute, sehr potente Heilkräuter, wo es unglaubliche Studien darüber gibt. Vielzahl, Kurkuma, 11.000 Studien in hochwissenschaftlichen Zeitungen, 11.000 Studien. Und wenn wir Kurkuma als Infusion in der Praxis geben, Weihrauch als Infusion, Oleopoetin aus der Olive als Infusion, bei Colitis, bei Erkrankungen des Darmtraktes, Entzündungserkrankungen, bei Rheuma, bei Krebs, dann sehen wir, wie die Entzündungswerte runtergehen und können dadurch unglaublich viel auslösen, aber wir sehen auch genau, welche Nahrungsmittel proentzündlich, antientzündlich sind. Für mich ist nur noch wichtig in der heutigen Zeit, da geht es nicht um Kalorien. Es geht ganz klar darum, was heizt Entzündungsfeuer an, was begünstigt solche Zytokinstürme und was bremst solche Entzündungsfeuer runter. Und so gibt es zwei Sorten von Nahrung. Und wenn wir heute in einem Supermarkt hineingehen, uns einmal im Kreise drehen, dann sehen wir, dass 80% der Dinge, die hier käuflich zu erwerben sind und 100% der Dinge, die am Schnellwaren-Backshop zu erwerben sind, dass die massiv Entzündungsprozesse anregen und damit eben auch katastrophale Auswirkungen an den Telomeren auslösen und natürlich am Hippocampus, gerade auch in Bezug auf die Neurogenese, die dadurch blockiert wird, so kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und aber auch all das löst Stress im Körper aus. Stress durch Nahrung. Auch wenn wir im ersten Moment vielleicht ein befriedigendes Gefühl haben, weil unser Stressniveau durch das Essen ja runtergefahren wird, weil im ersten Moment die Vagusfasern ja, die Verdauungsfasern angeregt werden, so ist dann doch im Nachgang das, was wir essen, mit so viel Stress für den Körper behaftet, dass wir hier schleichende Entzündungsprozesse richtig beschleunigen können. Und so ist die Heilung der Nahrung die dritte große Säule nach Heilung der Stressregulation, Heilung des Immunsystems, die Heilung unserer Nahrungsaufnahme, die dritte wichtige Säule der Medizin der Hoffnung, des Vertrauens. Ich glaube, gerade das Thema Ernährung, da dürfen wir nicht zu gering schätzen. Ingrid, du hast ja gerade eben gesagt, nicht nur eben, was wir essen an industriell verarbeiteten, degenerierten Lebensmitteln und damit ja eben unser Mikrobiom nachhaltig schädigen und eben die Vielfalt des Mikrobioms ja auch
verringern. Ein wichtiger Punkt ist ja vor allem auch, wie häufig wir auch essen. Und das ist ja auch etwas, was du, Michael, glaube ich, auch in deinen Büchern auch eben beschrieben hast. Auch eben nicht nur, dass wir permanent rund um die Uhr essen, viel besser für uns aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht wäre ja eigentlich möglich, 2 bis maximal 3-mal am Tag zu essen, um eben nicht den Körper in ständigen Stresszustand, dass er eben ständig mit Verdauung zu tun hat, dann zu halten, oder? Ja, es geht um die Verdauung, das Stresszustand, klar. Aber aus evolutionsbiologischer Sicht ist es eben so, und ich bin sicher auch die Maasai, die haben keinen Kühlschrank, die werden morgens erstmal auf arbeiten gehen. Vielleicht, ja, die haben Ziegen und so, die werden dann die Ziegen melken und dann haben sie erst dann die Nahrung. Aber es ist schon so, einerseits der Stress durch das häufige Essen, die Blutzuckerspiegel, die dauernd hochgefahren werden und wieder runterfahren, dann durch überschießende Insulinfreisetzung und so weiter, was den Körper in Stress versetzt. Dann natürlich dann auch die Zuckerspiegel, die erhöhten, die gibt es dann Entzündungsreaktionen, weil das verklebt sozusagen die Oberflächen der Zellen, der erhöhte Zucker erstmal, und diese Reaktionen führen dann wirklich zu einer starken Aktivierung des Immunsystems mit allen Botenstoffen, die ich vorhin erwähnt habe, die dann auch den Hippocampus wiederum blockieren. Aber es ist auch umgekehrt so, also es ist nicht nur das Weglassen des Essens, des häufigen Essens, vorteilhaft ist, weil es eben diese Reaktionen vermeidet. Wenn man sozusagen eine Zeit lang fastet am Tag, ich nenne das Intervallfasten, einfach nachts schon mal fastet man natürlich. Deswegen heißt ja Frühstück Breakfast, also das Fastenbrechen. In einer Zeit allerdings, wo man nicht hart arbeiten muss, wo man nicht aufs Feld muss oder in die Kohlegrube rein muss, gleich nach dem Frühstück, dann eher am Schreibtisch meistens sitzt, da kann man eigentlich auf Essen erstmal verzichten. Also ich trinke morgens nur einen Kaffee und dann erst mittags zum ersten Mal esse ich was. Und diese 12, 14 Stunden Fasten erzeugen im Körper eine Situation, wo Fettsäuren freigesetzt werden, mobilisiert werden aus den Fettzellen. Die werden in der Leber umgebaut zu sogenannten Ketonkörper, und nicht die Fettsäuren können ins Gehirn als Nährstoff, aber die Ketonkörper können es. Die ernähren zum Beispiel auch den Hippocampus ganz, ganz vorteilhaft, vor allem wenn man schon sozusagen einen geschädigten Hippocampus hat und eine sogenannte Insulinresistenz entwickelt hat. Das heißt, der Hippocampus kann keinen Zucker aufnehmen. Das ist auch etwas, was man diagnostisch nutzen kann, um Alzheimer schon 20 Jahre vor der eigentlichen Symptomatologie, bevor die ersten tatsächlichen Symptome auftreten, kann man schon 20 Jahre vorher sehen, ob der Hippocampus eine Schädigung hat aufgrund dieser hippocampalen Insulinresistenz, die aber als Konsequenz hat, dass der Hippocampus unter Zuckermangel leidet, selbst wenn wir den Zuckerspiegel ansteigen lassen. Der Zucker geht nicht in die Zellen rein, und deswegen ist eine Ketogenese, also die Bildung von diesen Ketonkörpern, so wichtig, weil die sind nährstoffreicher als zum Beispiel Zucker. Und die haben zwei ganz wichtige Funktionen. Für einen gab es gerade einen Nobelpreis, nämlich man hat herausgefunden, dass sie so die sogenannte Autophagie aktivieren. Das ist ein Prozess, wo der Körper überschüssige, also Proteine oder Zellorganellen, die nicht mehr funktionieren, abbaut. Das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel jetzt nach diesen Infektionen oder nach diesen Injektionen von diesem genetischen Material der letzten Jahre, sind Fremdkörper in unserem Körper, und die abzubauen, braucht zum Beispiel die Autophagie. Ich bin ziemlich sicher, dass Fasten dabei hilft, das abzubauen. Deswegen propagieren wir die Autophagie. Das kann man, und was eben die Ketonkörper eben auch machen, neben der Aktivierung der Autophagie, neben dem sozusagen Entschlacken und dem Verjüngen der Zellen dadurch. Und auch die Telomere werden verlängert. Das hat ja auch Ingrid schon erwähnt. Ich wollte ganz kurz vielleicht für die zuhören, Telomere sind einfach die Enden, hat er auch schon erwähnt, der DNA. Und die werden bei jedem Prozess der Zellteilung, kürzen die sich ab. Die sind praktisch eine Art eine innere Uhr der Alterung. Und je kürzer die sind, umso älter sind wir biologisch. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, die wieder zu verlängern. Wir wollen nachher vielleicht über das Lithium reden, das macht das auch. Ein essentielles Spurenelement, was nicht anerkannt wird als essentielles. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte, vielleicht nochmal ein separates Interview zwischen uns dreien. Aber der Punkt ist, die Ketonkörper aktivieren auch die Neurogenese hormonell. Die wirken wirklich wie Hormone, aktivieren die Neurogenese, sind also extrem wichtig für die Bildung neuer Hirnzellen, die Resilienzentwicklung, die Vagustonus sozusagen Aktivierung. All diese Dinge spielen eine Rolle hier, kommt alles zusammen. Also die Ernährung ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zu Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D.
Wir heben die deswegen hervor, weil, wie Ingrid sagt, die eben die Mangelhaften sind in unserer Gesellschaft. Die sind nicht deswegen hervorgehoben, weil sie eine besondere Bedeutung haben für den Hippocampus. Der Hippocampus braucht alle Mikronährstoffe, jeden einzelnen. Die werden nur deswegen von Medizinern immer wieder hervorgehoben, weil sie eben mangelhaft sind in unserer Gesellschaft. Und da spielt auch die Politik und die Industrie eine ganz, ganz entscheidende Rolle. So wird zum einen uns propagiert, Leinöl reicht vollkommen aus. Hast du dein Omega-3? Es gibt viele Werbungen, wo immer schön draufsteht Omega-3. Die Leute sagen, ja, Omega-3 hat mein Arzt gesagt, ist wichtig. Also kaufe ich mir mein Leinöl und der Effekt ist gleich null, weil es diese terrestrischen Omega-3-Fettsäuren, also auf der Erde wachsen sozusagen, im Boden wachsen bei uns, in den Pflanzen, können wir nicht umwandeln, weil unsere Historie eben die des Fischers und Sammlers ist und wir haben es uns praktisch abgewöhnt genetisch, die effizient umzuwandeln in die höherwertigen aquatischen. Und das andere ist die massive Politik gegen Vitamin D. Natürlich haben wir schon zu wenig Sonne im Sommer, weil die meisten Menschen haben im Sommer schon einen Mangel. Da liegt der Wert in Deutschland zum Beispiel bei 50 Nanomol. Nochmal zur Wiederholung, bei den Masai ist 125 ungefähr. Also ja, deutlich geringer und im Winter geht er unter 30 bei uns. Und das ist auch der Grund für die saisonalen respiratorischen Erkrankungen. Und der Grund, warum wir diese Erkrankung auch weitergeben an andere, weil der Körper länger braucht unter diesen Mangelzuständen, um das Virus loszuwerden. Damit haben wir auch länger eine Chance, es an andere weiterzugeben. Also die beste sozusagen Fremdschutz wäre einfach den Vitamin-D-Spiegel anzuheben. Aber das sind eben die zwei Gründe, warum sowohl der Hippocampus leidet, als auch das Immunsystem leidet, weil eben da aus irgendwelchen Gründen keine sozusagen Weltpolitik stattfindet, die den Menschen, die dafür sorgt, dass eben diese Mängel nicht bestehen. Und das ist, ja, das ist meiner Ansicht nach nicht nur unterlassene Hilfeleistung, das ist schon meiner Ansicht nach etwas mehr. Du hast ja auch mal, ich glaube, in einem offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister hast du es ja ganz explizit ja dargelegt, wie eben da der Vitamin D-Mangel eben diese Atemwegserkrankungen eben begünstigt. Und das ist ja auch etwas, was du, Ingrid, in deiner Praxis ja auch misst. Also nicht nur eben die Vitamin D-Spiegel deiner Patienten, sondern vor allem ja auch den Omega-3-Index. Das beides ist ja zentral bei dir in deiner Arbeit, oder? Ja, absolut. Und wir sehen ja auch, wie Menschen mit Alzheimer, mit Demenz, dass die katastrophale Omega-3-Spiegel haben, und Vitamin-D-Spiegel, das beobachte ich ständig. Auch Patienten, die ins Krankenhaus mussten wegen Covid, katastrophale Omega- und Vitamin-D-Spiegel. Also das war einfach offensichtlich. Und ich kann also, ich bin alles andere als Verschwörungstheoretiker, aber ich kann dem Michael Nils nur in allem zustimmen, was er in seinen Büchern schreibt. Man muss wirklich eine Absicht vermuten, wenn uns nicht geraten wird, das Immunsystem zu stärken, sondern wir Ärzte lernen im ersten Semester, dass es ein Immunsystem gibt. Und Frau von der Leyen hat das und Herr Lauterbach haben abgestritten, dass es ein Immunsystem gibt. Und haben auch nicht auf Nahrungsdinge hingewiesen. Und also so viele Dinge, die unterlassen worden sind, dass man schon wirklich hier Übles vermuten muss. Aber letztendlich, wir sind zu sehr mit so vielen Dingen im Stress und in der Ablenkung, dass uns der Blick fürs Wesentliche immer wieder fehlt. Und unsere Wahrnehmungsorgane brauchen eben auch ganz viele Omega-3, brauchen eben diese aquatischen Fettsäuren, nicht aus dem Leinöl, das muss immer wieder betont werden, sondern es sind die aquatischen Fettsäuren, die auch für einen wachen Geist sorgen, für die Neurogenese indirekt und direkt auch sorgen und die wir brauchen, um die Dinge wach und klar wahrzunehmen. Und ich hatte in einem deiner Bücher, Michael, gelesen vom Empathic Concern Index, ein Bild, das ich also schon tausendfach verbreitet habe, das du in einem deiner Bücher, ich glaube im Algenbuch, geschrieben hast, wie also auch unsere Empathiefähigkeit abnimmt mit sinkendem Omega-3-Spiegel. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass man das auch in speziellen amerikanischen Bundesstaaten vermehrt findet und bei speziellen amerikanischen Wählergruppen. Also die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, hängt auch damit zusammen, dass solche essentiellen Dinge ausreichend in unserem Körper vorhanden sind. Denn wenn wir ganz platt sagen, wenn das rote Blutkörperchen nicht zu 8% aus diesen, mindestens 8% aus diesen
aus diesen Fettsäuren besteht, dann kann eben unser biologisch angelegtes Potenzial zur Entzündungseindämmung, zur Wahrnehmung, das, was wir potenziell, was in uns angelegt ist, kann gar nicht in seiner Breite zum Ausdruck kommen. Das heißt, ein Teil unserer Lebendigkeit ist eingeschränkt, weil wirklich hier physisch etwas fehlt. Und genauso ist es auch mit dem Vitamin D. Michael, vielleicht kannst du das einmal eben kurz in wenigen Worten zusammenfassen, diesen Empathic Concern Index. Ich glaube, das ist eine Langzeitstudie mit US-amerikanischen Studenten, richtig? Genau, da hat man einfach geschaut, nach praktisch ein psychologisches Frageschema entwickelt, speziell für das, ich glaube IAS heißt der abgekürzt, weiß schon gar nicht mehr genau, für was das IAS, glaube ich, steht, also ich, ist schon ewig lang her, dass ich es geschrieben habe, aber es geht letztendlich darum, dass man schaut, sehe ich die Welt, wie sehe ich andere Menschen, kann ich mich in andere Menschen hineinversetzen? Das waren die Fragen und das hat man bei College-Studenten gemacht, alle paar Jahre mal, geht über viele Jahre, 10 Jahrzehnte zurück und da das ja ein normalisierter oder normierter Fragenkatalog ist, konnte man dann vergleichen, frühere Zeiten mit heutigen Zeiten und da war ganz klar zu sehen, dass das da zu einer Reduktion kam. Was ich allerdings in meinem neuen Buch Indoktrinierte Gehirn für mich selbst eigentlich noch gelernt habe, ist, dass Empathie nicht alles ist. Es geht auch um etwas anderes noch. Also Empathie ist ja letztendlich unsere System-1-Fähigkeit, also in gewisser Art, wenn man sehen, da leidet jemand, darauf zu reagieren. Aber was noch wesentlicher ist in der heutigen Zeit, was uns abhanden gekommen ist, wir haben vorhin über System 2 gesprochen, was unabdingbar damit zusammenhängt, dass wir aktiv neue Nervenzellen im Hippocampus bilden. Dort ist es sozusagen das neurologische Korrelat für die Fähigkeit, über den Tellerrand zu gucken. Und wir müssen immer, egal wie empathisch wir sind, weil mit Empathie hat man uns ja auch versucht zu ködern. Ja, du musst dich jetzt sozusagen injizieren lassen, um den Nächsten zu retten, um die Umwelt zu retten. Auch als es hat man auch lange noch propagiert, wo klar war, dass es gar nicht so funktioniert. Also, dass es dieser Fremdschutz gar nicht da war. Aber was dabei passiert ist und was mich wirklich massivst betroffen hat, ist, dass wir hier, um zum Beispiel die Lockdowns zu finanzieren, in Ländern des Südens, des globalen Südens, hat man einfach die Welthungerhilfe eingestellt, um das zu finanzieren. Und es war den Leuten scheinbar vollkommen egal, dass, um hier vermeintlich Menschen zu retten, dort man in Kauf genommen hat, dass Menschen verhungern. Und das hat da nichts mit Empathie zu tun, weil wir sehen mit Empathie nur lokal, was passiert, um zu sehen, was auf anderen Teilen des Globus passiert, müssen wir unser Gehirn einschalten. Und das Einschalten in dem Fall bedeutet System 2. Und ich habe dafür den Begriff benutzt im Buch, der nennt sich rationales Mitgefühl. Ja, also, dass wir, und das muss in Balance sein, so ähnlich wie System 1, System 2 in Balance sein müssen. Manchmal ist es gut, reflexhaft zu reagieren, manchmal ist es gut, nachzudenken. Und so ist es manchmal gut, empathisch zu sein, aber immer im Hinterkopf zu haben, wenn ich hier agiere, was hat es für Konsequenzen für andere, die jetzt nicht gerade direkt betroffen sind? Und in dem Fall war es uns scheinbar vollkommen egal, dass Millionen Menschen in Hungertod getrieben wurden, um hier, man muss sich mit klarem Plan drüber sein, Menschen, die im Schnitt 84 waren, sind an Covid gestorben. Ich habe da mein tiefstes Mitgefühl für diese Menschen, aber alles nochmal unter dem einfachen Aspekt, hier sterben Menschen jenseits der natürlichen Lebenserwartung vielleicht etwas häufiger an einer Infektion, wobei das jede Infektion ja sozusagen verursachen könnte. Und dazu kommt noch das Ganze unter Vitamin D-Mangel, was ja leicht zu beheben gewesen wäre. Also man hätte eigentlich den Menschen, es sind ja keine Menschen in Seniorenheim gestorben, wenn sie genug Vitamin D hatten. Da gibt es genügend Studien dazu. Das heißt, wir hätten den Menschen ja akut hier helfen können. Stattdessen haben wir den Menschen nicht geholfen, die Todesfälle registriert und gleichzeitig noch auf einem anderen Teil des Planeten für massive Anstieg an Todesfällen gesorgt. Also da ist das ganze System außer Kraft gesetzt worden. Deswegen geht es mir nicht nur um Empathie, sondern eben auch um rationales Mitgefühl. Und da sind wir wieder bei System 2 denken und bei der Fähigkeit, eben neue Hirnzellen im Hippocampus zu bilden. Das hängt alles zusammen. Das ist unfassbar, wie das zusammenhängt. Und wie das, die Frage ist wirklich, steckt da was dahinter? Und wir haben vorhin über Lithium gesprochen. Und da sehe ich auch so einen Schlüssel der Erklärung.
Lass uns da gleich auf Lithium nochmal separat eingehen. Ich wollte nur ganz kurz diesen Exkurs zum Thema Empathie und wie du ja eben sagst, wir haben ja in den sogenannten Pandemiejahren gesehen, dass es auch da eine Schattenseite bei der Empathie eben auch gibt. Und ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, es ist der Interpersonal Reactivity Index, kurz IRI, glaube ich, den Genau. ihr da beide gemeint habt. Wichtiger Punkt, und da würde ich jetzt wieder zu Ingrid einmal gehen, ist ja aber eben auch, wenn wir eben von Hoffnung eben sprechen, ist ja auch eben das Miteinander in Verbindung sein. Also der zwischenmenschliche Austausch und eben nicht die Alten eben nur ins Altersheim wegsperren, sondern ja selber auch eben gerade im Alter eben in Verbindung sein, eingebettet sein in eine soziale Gemeinschaft, was ja auch ja bewiesen ist. Das wolltest du, glaube ich, ausführen, Ingrid, richtig? Ja, das ist so die vierte Säule dieser Medizin der Hoffnung, in Verbindung zu sein, weil ich habe mich immer interessiert für, was machen Menschen anders, die zum Beispiel bei Krebs Spontanheilung erfahren. Was machen die anders? Was machen Menschen, die 100 Jahre, 110 Jahre alt werden, die Blutzones, von denen ja immer wieder die Rede ist, wo Menschen eben extrem alt werden? Was machen die anders als andere? Und das deckt sich alles sehr gut mit dem, was Michael sagt. Es ist wirklich dieses System, eingebunden zu sein in eine soziale Gemeinschaft. Und hier sind wir beim vegetativen Nervensystem. Es sucht ja intensiv unterhalb des Bewusstseinsradars permanent nach Schutz, Sicherheit und Verbindung. Das ist uns einfach gegeben. Das ist nicht gut oder schlecht. Das ist wie ein Reflex am Bein. Wenn ich als Arzt auf das Knie haue mit dem Reflexhammer, dann geht das Bein nach vorne. Und so läuft unser autonomes Nervensystem eben unterhalb unseres Bewusstseinsradars automatisch, sucht nach Schutz und Sicherheit. Und wer in stabilen, sicheren Familienstrukturen und sozialen Strukturen eingebettet sind, da fällt schon mal die gesamte Ablenkung weg. Respekt, Anerkennung, Liebe, alles Mögliche unbedingt um jeden Preis bekommen zu müssen, was ein Riesen-Stresspaket ist, ein echtes Pfund Stress, was da auf so unglaublich vielen Menschen lastet. All dieser Ablenkungsbereich, so kann man, ich bin im Südchinesischen Meer auf Inseln gefahren, im Südjapanischen Meer auf Inseln gefahren, um zu gucken, warum werden hier Japaner 115 Jahre alt? Und es sind immer wieder die jetzt von uns genannten Faktoren, diese naturgemäße Lebensführung, das Eingebettetsein in die soziale Gemeinschaft, das Sicherheit finden in einer völlig klaren sozialen Hängematte, also jetzt hier mal im positiven Sinne ausgedrückt. Und das, was erheblich dazu beiträgt, dass wir Menschen unter diesem Aspekt wirklich unsere Flügel ausbreiten können und mit Freude und Leidenschaft dann an die Arbeit gehen können. Und das haben diese Menschen auch gemeinsam, dass sie sehr lange arbeiten, aber nicht zeitgetrieben. Zeit spielt dort gar nicht die Rolle. Zeit ist ja auch ein unglaublicher Stressfaktor. Und dieser Stressfaktor, ich muss noch, ich sollte noch, das ist ja das, worunter hier im Westen die meisten Menschen leiden. Und da fällt mir gerade auch Tibet ein. Ich habe ja zwei, drei Bücher über tibetische Medizin geschrieben. Die Krankheitsursache Nummer eins, wie sie in der tibetischen Medizin beschrieben wird, immer und immer wieder seit Hunderten von Jahren, ist Krankheitsursache Nummer eins das falsche Denken, so nennen sie es. Nicht? Das heißt, genau diese Gedanken im Sinne von, ich muss noch, ich sollte noch. Und die Gier aus dem Mangelbewusstsein heraus, mehr haben, mehr sein wollen. Also da können wir viel Geschichten drüber erzählen, über die sogenannte Windkrankheit, wie es in der tibetischen Medizin schon beschrieben wird. Die beschreibt eigentlich schon sehr ausführlich all das, was wir jetzt, was Michael beschrieben hat und was jetzt immer mehr in die Sichtbarkeit kommt, wie wir uns gegen diese Windkrankheit schützen können mit Naturmedizin und mit diesen genannten Faktoren, zu denen dann eben auch die sozialen Bindungsstrukturen gehören. Und die fünfte Säule ist letztendlich unsere Einladung an unserer Selbstidentität und Selbstwahrnehmung zu arbeiten. Ein riesiges Feld, wo es darum geht, letztendlich dieses Geschenk, das wir hier mitgekriegt haben, mit diesem Körper, mit diesen, wenn man alle Nervenzellen aneinander
legt, alle Nervenbahnen aneinander legt, so habe ich mehrfach gelesen, kommen wir auf 600.000 Kilometer Nervenzellen, wenn wir alles aneinander reihen, einmal Erde, Sonne und zurück. Das ist einmal Erde, Mond und zurück. Das ist schon ein richtiges Fund. Und was für eine Ignoranz, wenn man dann in der Schulmedizin oder erst recht in der Politik, in der ahnungslosen Politik, dann diesem wunderbaren System nicht zutraut, immer wieder die richtigen Mechanismen zu aktivieren, um dann gegen Bedrohungen von außen adäquat zu reagieren. Also es ist alles da. Und dieses Füllebewusstsein, das ist mir immer sehr wichtig, dieses Glückspilzbewusstsein, zu dem ich einladen möchte, da sind fünf Finger, die sich bewegen. Und Michael beschreibt so schön, wie alles auch im Hippocampus darauf ausgelegt ist, unsere Lebendigkeit zu erhalten. Aber wir können es eben auch vermasseln durch ungeschicktes Denken, ungeschickte Handlungen. Und wir möchten einladen, eben die andere Seite jetzt zu stärken, sodass wir dieses Leben in seiner Lebendigkeit aus einer anderen Perspektive heraus feiern und hier immer wieder auch dann durch Innehalten spüren, was für wunderbare Menschen wir doch jeder einzeln sind und welche unwahrscheinlich schönen biologischen Potenziale wir mitgegeben bekommen haben. Und diese in der schönstmöglichen Form zur Entfaltung zu bringen, da haben wir viele Möglichkeiten. Das liegt Michael, mir und natürlich Klaas auch sehr am Herzen. Und dazu wollen wir einladen und immer wieder inspirieren. Michael, ich glaube, das kannst du so auch unterstreichen, oder? Du hast ja selber ja auch ja deine Formel gegen das indoktrinierte Gehirn entwickelt und eben gerade auch das in Verbindung sein mit anderen, sich eingebunden fühlen in eine soziale Gemeinschaft und eben nicht ein Social Distancing zu betreiben, was ja eigentlich ja schon für mich perfider Neusprech ja auch eben ist, sollten wir eigentlich da das Gegenteil tun und aus der Angst eigentlich heraustreten. Ja, absolut. Ich nenne es ja auch unsoziales Distanzieren, weil es einfach nicht sozial ist. Es hat mit sozial gar nichts mehr zu tun. Und ich will da vielleicht jetzt wieder aus wissenschaftlicher Sicht noch zwei Studien hinweisen, die beide im gleichen Journal erschienen sind, nämlich dem New England Journal of Medicine. Also das höchstrangige klinische Journal, wo man eigentlich als Mediziner oder als Wissenschaftler publizieren kann, um das mal einzuordnen. Da publiziert zu haben, ist fast schon ein Professortitel in Deutschland. Also das ist so hochrangig, dass wenn man da reinkommt, da hat man, es stehen die Türen offen. Und jeder, der publiziert oder was da publiziert wird, hat Gewicht deswegen. Und da gibt es zwei Studien, die ich für eklatant halte. Eine Studie kam zum Ergebnis, kein Mensch braucht Vitamin D, selbst wenn er einen Mangel hat. Und Ärzte sollten aufhören, Vitamin D zu messen. Also Ingrid, hör gut zu. Ja, man sollte also kein Vitamin D mehr messen, auch kein Vitamin D mehr verschreiben. Das ist die Quintessenz einer Studie, die 2022 publiziert worden ist. Und kurz bevor man die Leute in die unsoziale Isolierung gesteckt hat, 2020 im Dezember 2019 war die zweite Studie publiziert worden von New England Journal of Medicine unter Leitung einer deutschen Wissenschaftlergruppe. Dort hat man 8 Antarktis-Bewohner, die also dort in einer Station waren, Wissenschaftler, für ein Jahr beobachtet und gegenüber einer Kontrollgruppe. Man hat dort sehr genau den Hippocampus vermessen. Und obwohl das 8 Leute waren, die, sag mal, nicht komplett isoliert waren, untereinander konnten die miteinander reden, aber es waren halt reduziert auf 8 Personen, die man gut kannte. Da passierte nicht viel Neues jeden Tag. Und unter diesem Mangel an sozusagen, ja, wie soll ich sagen, sozialen Begeisterung und sozialen Interaktionen, die eben neu waren, weil der Hippocampus registriert nur Neues, kam es zu einem massiven Schrumpfen des Hippocampus. Es wurde gemessen. Und vor allem der Teil des Hippocampus, wo die sogenannte adulte hippocampale Neurogenese stattfindet, der vordere Teil, der sogenannte Gyrus dentatus, ist massiv geschrumpft gegenüber der Kontrollgruppe. Und das war jetzt eine Isolation von 8 Menschen untereinander, also miteinander. Man muss sich jetzt mal vorstellen, was passiert, wenn ich Menschen komplett isoliere, also noch nicht mal Menschen um sie herum lasse, die sie gut kennen. Das muss dramatisch sein. Und dieses unsoziale Distanzieren bei gleichzeitigem Propagieren eines Vitamin-D-Mangels zeigt mal, was sozusagen führende klinische Studien und Medien, ja, also das ist unfassbar, was hier passiert.
Und man muss sich wieder die Frage stellen, wer steckt dahinter? Warum ist das so? Warum macht man diese unsoziale, unnatürliche, ich kann es gar nicht Medizin nennen, es ist ja letztendlich keine Medizin mit dem Ziel einer Krankheitsvermeidung, sondern das ist eine Medizin mit Krankheitsförderung. Also das ist Antimedizin schlechthin. Und ich kann nur vorstellen, dass die Menschen, wenn sie anfangen aufzuwachen, das genau hinterblicken, hintersehen. Und darin sehe ich auch die Riesenchance der letzten 3 Jahre. Bei allem Unheil, was generiert worden ist, die enorme Chance, endlich zu sehen. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, da hat einer mir geschrieben, ein Buch geschrieben, da habe ich gelesen, während wir die Masken angezogen haben, haben die anderen die Masken abgenommen. Und die haben die Masken jetzt abgenommen. Und wenn wir das sehen, wenn die Fratze dieser Menschen oder dieser Institutionen schauen, die das verursacht haben, nicht jetzt erst die letzten 3 Jahre, schon Jahrzehnte zuvor, war ja das Schrumpfen des Hippocampus sozusagen Programm, dann haben wir eine Chance. Dann haben wir eine Chance, etwas zu ändern. Auf individueller Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene. Und da müssen wir hinarbeiten, weil wenn wir die Fähigkeit verlieren, selbst zu denken, dann denken andere für uns. Und wie sie denken, das sehen wir jetzt gerade. Jetzt haben wir viel über Ressourcen gesprochen, über vor allem eigene Ressourcen, die wir eben nutzen können, um unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren, und am Ende heilt der Körper immer sich selber. Ganz zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz: Wir haben eben über Nährstoffe, auch über Mikronährstoffe gesprochen, wie das Omega-3 und das Vitamin D, die deswegen so wichtig sind, weil sie eben häufig im Mangel im menschlichen Körper sind. Ein anderer Punkt, und vielleicht können wir es nur ganz kurz eben anreißen, ist ja eben das Lithium. Wir hatten im Vorfeld, hattet ihr beide euch ja ganz angeregt eben drüber unterhalten. Was ist da am Thema Lithium dran, Michael? Naja, ich fange mal ganz banal an. In der Evolution steht, seid fruchtbar und mehret euch. Ein Witz jetzt steht in der Bibel, aber das ist die Evolutionslehre und die Bibel sind sich da einig. Wir müssen uns vermehren, um ja unser Genmaterial sozusagen von Generation zu Generation weiterzugeben. Wenn wir diesem, sag mal, Imperativ nicht folgen, oder unsere Vorfahren dem nicht gefolgt hätten, dann würden wir alle drei jetzt nicht hier am Bildschirm sitzen. Uns gäbe es gar nicht. Und um fruchtbar zu sein und sich zu mehren, muss man erstmal überleben. Und deswegen hat uns sozusagen der liebe Gott oder die Natur, wer auch immer, hat uns ausgestattet mit einem Immunsystem. Und wir reden immer vom körperlichen Immunsystem, das ist absolut wichtig, aber wir haben auch ein mentales Immunsystem. Und das hat sozusagen seine Waffen in unserem Erfahrungswissen. Und dann sind wir wieder beim Hippocampus. Und jetzt habe ich eben festgestellt, dass ein Mikronährstoff, der als solcher nicht anerkannt ist, als essentiell nicht anerkannt, noch nicht mal als möglicherweise essentiell anerkannt ist, offiziell, dass ein Mikronährstoff, nämlich sogenanntes Lithium, da geht es nicht vom Lithium, was man manisch-depressiven, bipolarer Störung gibt, da gibt man die tausendfache Dosis und ist ganz schrappt so in der Dosierung sozusagen an den toxischen Effekten entlang, sondern beim tausendfach geringeren Werten der Zufuhr, stärken wir beides. Das mentale Immunsystem, die Neurogenese wird aktiviert durch dieses mikrodosierte Lithium. Es schützt zum Beispiel auch vor Alzheimer. Gleichzeitig aber auch das körperliche Immunsystem, das uns vor Viren und Mikroorganismen schützt. Also der Schutz vor Makroorganismen, sprich Hippocampus, der Schutz vor Mikroorganismen, sprich körperliches Immunsystem, benötigen dieses essentielle, meiner Ansicht nach vollkommen legitimiert als zu bezeichnend, essentielle Nahrungsmittel, sprich Mikronährstoff, Lithium. Und es ist nicht zugelassen. Es ist nicht zugelassen, dass wir zum Beispiel jetzt einfach sagen, Leute, geht in die Apotheke und holt euch das Lithium. Es geht nicht, weil man braucht dazu ein Rezept. Und es ist sogar so eine Angst davor, gegen Gesetze zu verstoßen, dass es kaum jemanden gibt, der Lithium als rezeptfähig sozusagen anbietet. Und deswegen haben wir uns jetzt auch entschlossen, vor kurzem das zu tun. Wir arbeiten auch mit der Apotheke zusammen, die das sozusagen Pharma-grade, also wirklich pharmazeutisch sauberes Lithium in mikrodosierter Menge anbietet, zu Kosten, die deutlich geringer sind wie alle anderen Quellen, die man findet, damit eben jeder Mensch sich damit versorgen kann und sein körperliches und mentales Immunsystem zu stärken. Das wird in den nächsten paar Wochen passieren. Ich weiß nicht, wann es hier online geht, aber
Ich kann die Leute nur bitten, bei mir den Newsletter zu abonnieren oder eben auch über Ingfried werden wir das verbreiten, denke ich, dass eben die Fähigkeit, die Möglichkeit besteht. Und da lade ich auch alle anderen Apotheken ein, das zu tun. Ich will da kein Monopol haben, ja. Also es sollte Anlass sein. Schaut mal, es ist notwendig. Zeigt den Leuten, wie absurd unser System ist, das nicht zuzulassen, dass man tatsächlich einen essentiellen Mikronährstoff über Rezept sich holen lassen muss. Das zeigt die Absurdität unseres Systems und darauf will ich aufmerksam machen. Ingrid, ist Lithium etwas, was für dich in deiner Praxis interessant sein könnte, also auch im Hinblick auf eine Alternative zu lithiumreichem Mineralwasser? Absolut. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie sich Dogmata in der Medizin halten. Und Lithium ist bei allen Ärzten, würde ich jetzt sagen, abgespeichert als etwas, was man nur bei bipolaren Störungen gibt und wo man ganz vorsichtig mit sein muss, weil man katastrophale Nebenwirkungen auslösen darf. Das ist so im Hinterstübchen abgespeichert. Und die Mikrodosis, ne, diese 1 Milligramm, das ist etwas, wo ich fest davon überzeugt bin. Wir prüfen das gerade noch. Wir schauen, welchen Einfluss das auf den hochsensiblen CRP-Wert, also auf die Entzündung hat. Und es spricht ganz vieles dafür, dass solche schleichenden Entzündungsprozesse auch mit Hilfe von Lithium in Schach gehalten, eingedämmt werden können, im Zusammenspiel mit all dem, was wir eben genannt haben. Und ich bin da voller Hoffnung, dass wir da beide Immunsysteme, das mentale als auch das körperliche Immunsystem, massiv stärken können und dadurch einen hohen Nutzen für den Menschen in die Welt tragen können, wenn dieses Lithium auch konsumiert wird. Also auch da nochmal hochinteressant, was da tatsächlich noch eben möglich ist, um das Immunsystem da zu unterstützen. Ich finde, das sind ganz tolle Aspekte gewesen, ganz tolle Einblicke, die ihr beide, der eine aus der Theorie, aus der Wissenschaft, der andere eben tatsächlich aus der Praxis, da ihr beide zusammengebracht habt und wie toll sich das ergänzt hat. Ich finde, da sind viele Aspekte, viele Anhaltspunkte dabei gewesen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, um eben ihre eigene mentale Leistungsfähigkeit ja zu erhalten, die eigene Gesundheit auch zu unterstützen. Und ja, danke euch sehr und lasst euch noch mal gerne noch mal kurz eine Minute für ein letztes Schlusswort von euch beiden. Ich kann nur einfach sagen, es hat riesen Spaß gemacht mit euch beiden. Also vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, auch mit einem Experten, der in der Praxis arbeitet, weil das ist etwas, was ich nie gemacht habe, wirklich. Das heißt, mein Wissen besteht wirklich nur aus Lesen von vielen wissenschaftlichen Publikationen, viel Nachdenken. Ich will aber Ingrid auch nicht sagen, dass du einfach nur einer bist, der nur Praxis macht. Ich meine, du bist extrem belesen und schaust in allen Weltteilen der Welt nach neuem Wissen und das ist unglaublich bereichernd. Und was ich schön finde, ist, dass beides wie ein Handschuh und eine Hand zusammenpasst und dass es keine Diskrepanzen gibt zwischen Wissenschaft und einer natürlichen Medizin. Und im Gegenteil, dass die beiden sich eigentlich bestätigen und damit klar ist eigentlich, wo die Reise für uns alle hingehen sollte. Ja, also mir geht es auch so, mir hat es viel Spaß gemacht und ich bin so froh, dass wir dich haben, dass du so viele Studien, so ein unglaubliches Studienwissen hast, wann, wo, was publiziert worden ist und dass ich dich da auch immer ansprechen kann. Vor kurzem hatte ich so einen Notfall, wo ich ganz dringend eine Studie von dir brauchte und du hast sofort postwendend geantwortet und das fand ich also auch ganz großartig, dieser Wissensschatz, der da abrufbar ist. Ja, und für alle anderen, ich denke, der Wille zur Gesundheit ist eigentlich eine Entscheidung. Und wenn wir uns schützen wollen vor dieser Indoktrination von außen aus diesen vielen unterschiedlichen Bereichen, sind wir natürlich eingeladen, bei uns selbst anzufangen und vor der eigenen Tür zu kehren, wie Goethe schon sagte, und das eigene gut vorzuleben und dann in unser nächstes Umfeld zu bringen. Und ich glaube, wir können Herzkohärenz üben, wir können durch Meditation, durch Mantra-Meditation, aber auch allein schon durch Innehalten in der Natur, durch ganz einfache Maßnahmen des Rückzugs oder des Rückzugs in der kleinen Gemeinschaft. Ich denke da auch an Yoga, an Singen, an Musizieren. Das sind alles Dinge, die unser System bereichern können, aber auch diese Vagusübungen, die ich ganz hilfreich finde.
Wir können sowas üben, wir können ein Feld der ansteckenden Gesundheit aufbauen und können da gemeinsam daran weben, dass die Welt wirklich ein lebenswerter Ort bleibt. Und ich glaube auch, dass uns das gut gelingen wird.